Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Divinity Original Sin mit Shojin und Gedwin Mod. Ja, und ich wünsche euch auch einen wunderschönen guten Tag, Morgen, Nacht, wann immer ihr das hört. Aber wir haben uns da entschieden, die nicht anzugreifen mehr, ne? Diese Feuerelementare. Nee. Das werden wir mit Stufe 5 nochmal versuchen, wenn wir wieder ein bisschen stärker sind. Ja, wenn wir vielleicht auch andere Waffen haben oder was auch immer. Es ist nicht einfach. Nee. Und ich finde es gut, dass es nicht einfach ist. Dreimal ist man ein bisschen gehandicapt. Ja, aber wir brauchen hier zu viel Zeit. Man kann es hier ruhig nochmal probieren, ne? Man schafft es bestimmt irgendwie. Aber wir haben ja auch ein kleines Zeitproblem. So, ja. Da oben ist aber übrigens, ich markiere es trotzdem mal bei den Feuerelementaren, wegen dieser Falle eventuell verließ, ne? Man weiß es ja nicht. Also da ist definitiv eine Falltür. Die werden wir auch nochmal abchecken, aber das machen wir erst in ein paar Videos, wenn wir wieder... Nee, das hast du schon, ne? Oder? Nee, hab ich nicht, aber kann ich machen. Jetzt hab ich doch. Warte. Falltür und Feuerteufel. Platz. So, jetzt hab ich's. Ich seh's noch nicht. Ach doch, jetzt seh ich's. Gut. So, dann folge mir. Wir sputen uns nach rechts oben und schauen mal, ob wir nicht irgendwo hier näher kommen Richtung Eva Marias Versteck. Ah, schön. Hier ist Sonnenschein. Ich warte mal ein bisschen auf dich. Bin schon da. Oh, ich glaube, wir kommen hier gar nicht weiter, ne? Echt? Wie kommen wir denn dann hier runter? Über den Fluss? Hier ist auf jeden Fall eine Kiste. Über den Schwächungstrank. Fluss. Konsumiert das besser nicht. Minus Stärke, minus Gewandtheit, minus Intelligenz, minus Konstitution, minus Schnelligkeit, minus Wahrnehmung. Okay. Da müssen wir wahrscheinlich hier unten entlang. Ich sehe schon. Einen alten Kupferring. Kann hier nicht rumrum, ne? Nee. Ja, da müssen wir irgendwie einen Bogen rennen. Also es gibt noch einiges zu entdecken hier. Ja, die Welt soll riesig sein. Ist ja riesig. Super. Super, super. Da ist ja Feuer. Eine Truhe mit Feuer. Eine Truhe mit Feuer? Die brennt, aber nicht verbrennt. Kannst du Regen machen? Könnte ich. Ja, dann mach mal. Jetzt sind wir extra im Sonnenschein, jetzt mache ich Regen. Weg bin ich! Zip, zap, hui! Danke. Ey! Bleib! Bitte! Jetzt seht ihr mich! Jetzt seht ihr mich nicht! Jupp, jupp, jupp! Wo rennt denn die hin? Wahrscheinlich nach die Feuerelementare. Ja, genau. Tja. Wie kann ich denn die... Oder können wir die irgendwie durch einen Festhaltungs... Nee. Nicht bewegen oder ich jage euch in die Luft. Nee, du bist... Achso, ich weiß aus dem... Du bist so... ...dem Bericht, wenn du jetzt Regen machen solltest, geht die Lunte hinten bei dem aus, dann sind die harmlos. Das echt? Heißt, ja, Explos, Glitter, keine Chance, wenn du Regen machst. Nee, aber wenn ich es halt zerhau, dann machen sie halt, glaube ich, trotzdem... Also oben. Sollen wir draufhocken, ne? Ja, die kriegen wir so. Ist ja nur ein. Bam! Oh, der macht mehr Bam. Als die bisherigen. Warte, warte, halt! Ja. Halt, 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 halt! Ich halt, brenne! Halt! Heil uns! Nee, geht. Aber ich langsam. So. Dann kannst du ja mal in die Kiste reinschauen, ne? Ja, nicht identifiziertes altes Kupferamulett. Und nicht identifiziertes verrostetes Kupferamulett. Die werde ich mal testen, was sie können in der Stadt. Und dann... Mehr war da, ne? Nee, zwei Amulette, die sie wahrscheinlich beide gut sind. Ich hoffe mal, das eine ist für Magie und das andere ist für Nahkämpfer oder für Fernkampf und Nahkampf. Und rüsten wir dann aus. Oh, du bist in die Lava gerannt. Ja, macht ja nichts. Ich habe gedacht, da liegt was. Da liegt auch was, aber... Ja, mit Old so, können wir weiter, Zeit. Ne? Ja, gehen auf jeden Fall weiter.
So, das war das mit der Kiste. Aber schön so. Ist was Nettes zwischendurch, ne? Hab ich schon lange nicht mehr bei so Rollenspielen gesehen, so kleiner. Ja, ich kannte es leider jetzt schon wegen dem Testvideo von GameStar. Die haben es natürlich direkt preisgegeben, die Idioten. Darum hat es mich jetzt nicht überrascht. Also hier könnten wir jetzt über die Brücke, was ich nicht gut finde. Oh, wenn er speichert, ist immer irgendwie... Was sind das automatische Speichern. Hier, Jungfernblüte. Also, wenn du mal auf Map guckst, wieso haben wir da hinten rechts schon so viel frei entdeckt? Siehst du das, da wo so ein Wegschreibpunkt ist? Und alles rot und so, da sind wir nie gewesen. Aber das ist alles schon frei entdeckt, siehst du das? Was ich meine, das haben wir, glaube ich, bekommen, nachdem wir mit dem Kommandanten geredet haben, weil er meinte, da ist irgendwas, da sollen wir mal nachschauen gehen irgendwie. Da war, glaube ich, diese Kathedrale oder so, oder Kirche oder was hat er da erzählt. Was natürlich auch blöd ist, weil wir ja da nicht wissen, wo wir schon waren. Ja, genau. Sehe ich genauso, aber das ist ein riesiger Fleck, der schon... Was? Wo? Oh. Ach du je, Stufe 5 und Tote Magier. Jetzt. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Divinity Original Sin mit Chojin und Gatewaymod. Hi, und ihr merkt, ich lache schon ein bisschen, denn das Spiel ist doch für uns, obwohl ich ja geprahlt habe, wir stellen das auf schwer und mache ich ja öfter, ne, wie bei Blackguards auch. Habe ich ja auch vor mir hingeprahlt, dass wir als Profis das ja so machen. Aber die Gegner sind doch recht schwer, ne? Und wir versuchen uns jetzt... Jetzt muss ich trotzdem nochmal schauen. Ich gehe jetzt nochmal in die Option. Nur mal als Gag. Nee, normal. Wir sind auf normal. Und wir versuchen uns nochmal an diesem Feuerelementar, denn... Alles andere, was wir versucht haben, ist kläglich gescheitert, ne? Ja, also hier rechts waren einfach voll die starke Horde, das habt ihr im letzten Video gesehen von ganz vielen. Da waren auch immer 9 Gegner oder so und das ist einfach zu krass. Und ich glaube, das ist der einfachste Kampf momentan, den wir machen können. Wir können uns ja nirgendwo grinden. Hier sind überall Level 5 Gegner momentan, wir sind noch Stufe 4. Hier unten am Strand, wo wir grinden könnten, wäre Stufe 6 Orks. Wir wissen nicht, wo wir uns grinden sollen. Es sei denn, es gibt irgendwo hier rechts von der Stadt noch im Osten was. Es kann natürlich auch noch sein, dass es in der Stadt irgendwelche Quests gibt, die einfach Erfahrungspunkte bringen. Wissen wir jetzt nicht, ne? Genau. Aber so, was wir auch noch denken, ist vielleicht, dass die Falltür hier irgendwie durch den Fluss durchführt und auf die andere Seite. Wir wissen es nicht. So, jetzt gehen wir auf den Untoten und die... Ich mache wieder erstmal mein Regenschauer. Denn der scheint hier doch das wichtigste Element zu sein, das überhaupt was gibt. Ja, ich habe einige Pfeile herstellen können, weil der Gatewin hat einen tollen Gegenstand für mich gehabt, nämlich hier... Wir müssen rauf, weil ich glaube, der hält nicht lange. On the way. So, wir können ganz schön weiter auf. Ah, shit, jetzt habe ich keine erste Initiative gehabt, aber egal. Kann ich eigentlich auch aus dem Inventar raus benutzen? Ja, ne? Muss ja nicht in der Schnellleiste sein. Ich denke nicht. Ach ja. Ja, wir müssen so schnell wie möglich diesen blöden, untoten Pyroman ins Jenseits befördern. Das wäre schon mal nicht schlecht. So, ich gehe wieder an den Felsen ran, denn das hat sich irgendwie doch als... Ja, fand ich auch. ...recht geschickt erwiesen. Vielleicht tust du den Magier sogar noch ein Stück zurück, sonst wird er gleich angegriffen. Ja, den durch zurück. Obwohl, ich probiere mal was ganz anderes. Was ist das? Was hast du vor? Teleportation? Ja. Den Magier neben deinen Krieger teleportieren? Nee, geht nicht. Schade, dann kannst du nämlich direkt draufhauen. Wieso geht es, ne? Nee, geht nicht. Nee, ich gehe zurück. Aber das ist super. Wenn du den Magier gleich mal neben deinen Krieger teleportierst, dann ist der ruckzuck weg. Aber wenn ich dann neben meinen Dieke... Wenn ich das mache, dann macht es Schaden. Ah, dann kriegt dein Krieger Schaden. Okay, ja, das ist doof. So, ich gehe jetzt zurück. So, hier hin. Dann bin ich noch ein bisschen durch den Felsen geschützt und habe ein paar Funktionen... Ach, warte mal. Nee, doch. Hab ein paar Punkte aufgespart. So, er kommt näher in meine Schusslinie. Hervorragend. Meine Magie wird eure Knochen zermalmen. Und er hat recht. Das ist das Blöde. Ja.
Es ist nicht nur ein Spruch. Wir fangen nämlich hiermit an. Bam! Nicht schlecht. So. Der hat schon mal einiges auf den Deckel bekommen. 69, das ist zu wenig. Nee, dann bleiben wir doch lieber dabei. Die Frage ist, ob ich mit Gedwin erstmal ein Buff mache. Ah, ich habe sowieso nicht genug Punkte. Oder nicht. Das ist eben die Frage, ne? Oder ich hau gleich auf das höllische Trugbild. Wäre wahrscheinlich das Beste, ne? Ich würde auf den linken gehen. Genau. Schnellstmöglich down. Ich werde versuchen, den Pyromanen so schnell wie möglich so, zu töten. So, jetzt! Achtung, jetzt mache ich. Jetzt mache ich was. Was hoffentlich funktioniert. Nee, funktioniert nicht. Ich wollte eigentlich das höllische Trugbild mit. Naja. War dann doch nicht so gut. Aber der Pyromano ist in der nächsten Runde tot. Das ist schon mal sehr gut. Kravum, ja. Er lässt dich brennen. Schade. Und vor allen Dingen, da hätte er ja liegen bleiben können, ne? Boah, die hauen aber rein. Oh nein, wieso kommt er denn zu mir runter? So ein Mistkerl. Bleibt, nein, schieß. Oh, ich habe gedacht, der macht schon. Ja, er hat sich absichtlich dahingestellt, damit ich nicht mehr den Pyromanen treffen kann. Super. Das heißt, ich fliehe. Könntest du ja auch noch bewegen. Ja, ich fliehe dahin. Zip. Und. Jayhan ist der nächste Angriff. Stärkezauber, von der Entfernung treffe ich aber 73%. Ich hoffe, das klappt. Mhm. Ja. Das war super. Schon mal der. Sehr gut. Jetzt wäre schön, wenn der an meiner linken Seite. Linke Seite ist nicht gut. Wen haben wir denn da so niedergemacht? Der bei dir ist, ne? Nee. Ich hab den Pyromanen down gemacht, den Zauberer. Aber wir haben noch einen angeschaut. Der hat ja schon wieder ein bisschen mehr, denken. Der Gedwin hat keine Energie mehr, du musst den heilen. Ja. Achso, ich bin dran, Entschuldigung. Sehr gut. Und steht in der Lava drin, ne? Ja, die hoffentlich gleich mal ausgeht durch den Regen. So, jetzt kommt's wieder auf meinen Freund Jayhan an. Der muss nämlich einfrieren, und zwar den hinteren. Bitte mach das. Aber wir haben ja noch einen auf der linken Seite. Ich werde trotzdem mal gleich unserem Gedwin eine Heilung verpassen. Die gut. Drei Runden lang hält. Genau. Sehr schön. Oha! Der hat sich's überlegt. Ja, der gedacht, mein Zauberer, das Mittler. Das ist nicht gut. Tja. Nee, dann habe ich es falsch gemacht. Dann hätte ich den, der auf mich zukommt, einfrieren müssen. Da konntest du ja nicht vorher wissen. Zack, der ist schon mal umgeworfen. Sehr schön. Das ist gut. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Kommt darauf an, wie lange er liegen bleibt, ne? Steht das irgendwo? Zwei Runden bleibt er liegen. Naja. Wie lange ist der eingefroren? Auch zwei Runden. Dann kreist du den links oben sehr wahrscheinlich an. Oder den unten. Nee, den bei Jayhan, oder? Okay, dann renn runter, wenn du da hinkommst. Ach, oder lieber den da oben, der hat schon einiges drauf. Und ist vielleicht, wenn er niedergeschlagen ist, kann ich den mehr maltretieren. Aber du brauchst unten Hilfe. Jayhan darf nicht sterben. Der darf nicht sterben. Renn runter, ich schaff den da oben. In zwei Runden töte ich den alleine. Der liegt ja noch zwei Runden. Bis dahin habe ich den getötet mit Pfeilen. Hm. Ja, dann renn ich runter. Ja, renn runter, wenn du den da unten triffst noch. Nee, ich treff ihn nicht mehr. Aber dann renn runter trotzdem. Hilf dem. Und Jayhan muss fortrennen, ne? Ah, weiß ich nicht. Ja, musst du mal gucken. Den kann ich nicht dort stehen lassen. Okay, dann renn. Oder? Ah, der haut mir. Aber wenn ich. Kannst du teleportieren? Nee. Ah, okay. Wenn ich renne, dann haut er mir eine drauf, steht dort. Mhm. Genau. Wenn, dann renne rechts. Ja, dann muss ich nach rechts, genau. Au! Na, geht noch. So, jetzt muss ich mal schauen, wie weit ich renne. Ich könnte ihm ja noch ein Blenden drauf. Blenden hat. Nee, 6. Ich muss weit weg.
muss weit, weit weg. Los, flieh! Gut. Wimmling. Gut, gut, gut. Also gut ist nett. Warum ist der wieder da? Da stand doch, der ist 2 Runden außer Gefecht. Ja. Ja, das gut, das werde ich natürlich jetzt nicht schaffen in der Zeit. Das hat dort gestanden. Vollkommen richtig. Hat sich's überlegt. Ah, toll. Das ist natürlich jetzt mies. Das ist ganz mies. Na gut. Geht nicht anders. So, ich muss mich heilen. Das verstehe ich nicht. Da stand 2 Runden lang niedergeworfen. Der lag ja dann jetzt nur 1 Runde. Ja, ist nicht schön. Ist vollkommen richtig. Ist nicht schön. Nehme ich noch einen Heiltrank? Ist besser, ne? Ja, wäre besser, glaube ich. Einmal kann ich noch? Nee, kann ich nicht. Ach, du brauchst stärkere Heiltränke. Du musst dir mal die guten Heiltränke kaufen. Ja, wo gab's denn den? Ab und zu gab's die. So, anstatt kleiner gibt's halt die. Muss mal gucken, bei den Wachen und so. Die haben die an den Stadttoren. Ach so. Was mache ich mit meinem Jay-Hen? Die Katze oben, die Magierin hat's auch. Oder soll ich erstmal wieder regen? Also das Problem ist, kannst du irgendjemanden einfrieren? Nee, der Einfrierzauber ist noch sehr lange. Wenn du es schaffst, irgendwie das Niederhöllische, kriegst du den ganz links oben, der hat kaum noch Energie. Ja, mit der Kopfschraube. Nee, komme ich nicht drauf. Ja, nee, dann, ich kann nur den, der bei Gatwin steht im Grunde. Oder einen Regen machen. Mach irgendwas. Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Ich bin auch ein bisschen ratlos gerade. Aber er ist immerhin geblendet. Na, jetzt gehen sie beide auf mich. Ich kann mich nicht wegseppen. Das ist ein tierisches Problem. Ja, ja. Aber du kannst weglaufen, ne? Ja, Mario. Sonst bin ich direkt tot. Aber das ist ja übel, ne? So. Was haben wir denn noch ein bisschen? Wir haben nichts mehr. Ich habe eine Feuerresistenzrolle. Und ich bin die ganze Zeit immer zu wenig gefeuert, oder? Soll ich die jetzt mal nehmen? Ja, oder? Mach. Warum nicht? Einfach mal zurückgehauen. Das sind sowieso hier alle Werte. Bäm. So, und jetzt habe ich... Plus 50 Feuerresistenz, okay, das ist ziemlich gut. Und... 3 Züge lang, aber leider nur. Ja. So, wir können... Na, oh, ich könnte auch einen Regen jetzt... Nee, mach ich nicht. So, Kopfschraube weiter, der muss hinüber sein. Aber es sieht cool aus, ne? Hier so in den Flammen. Ja. Bist und du etwa so. Die Fackel? Ich bin die Fackel. Johnny Blaze oder wie heißt der? Oh, ich bin immun gegen Verbrennung. Toll, ne? Geil. Sehr geil. Gott sei's gedankt. Ja, 3 Runden leider. Na, ich habe noch einen Feuerresistenz. Warum zum Teufel geht der Starke hinter mir her? Das ist echt gemein. Ich sag ja, wir haben noch nicht die ganze Strategie durchschaut. Schau mal hin, wie wenig ich jetzt Schaden bekommen habe. Ja, aber die Rolle hast du nur einmal und ich bin hier am Fliehen vor dem blöden Element. Ja, da müssen wir uns sowas wahrscheinlich kaufen. Und ich habe noch einen Feuerresistenztrank. So, jetzt kann ich aber draufhauen. Jo, lauf. Oh, ne, verfehlen in der Situation, Gatwin. Da verfehlt man doch nicht. Da haut man und trifft. Also die 2 bei dir sind alle unter 50%. Die müssen wir eigentlich gleich down kriegen. Ich werde jetzt versuchen, gleich auf dem links oben, der noch volle Stärke hat, einen Verlangsamungsfall zu machen. So, Jay-Hen. Gift bringt da ja leider nichts und dieses Dampfwolkenzeug. Ich würde so gern mal den Regen wieder einschalten, aber ich denke, der eine muss das. Ach, und er tut immer das Blenden, ist immer hinüber. Gut. Gut. Supi. Alles verbrennen, mal ungeblockt. Jetzt, ich bin beeindruckt von dir, aber leider. Ich bin, ich bin sehr beeindruckt von Gatwin zurzeit. Aber du hast noch ein paar so, Heiltränke, ne? Verlangsamt. Heiltränke hast du ja noch. Ja, ein paar habe ich.
Du hast ja den mittleren, ne? Bei dir haut es gleich ein bisschen mehr rein. Ich habe nur die kleinen. Ich habe einen mittleren nur. Ach, einen. So, jetzt hoffentlich schafft er den da unten. Oh. Mist. Oh, der hat nur einen Schlag mehr gebraucht. Ja, jetzt muss ich gleich nochmal die Kopfschraube machen. Das ist ja nix. Ja, einen haben wir. Der andere hat auch nicht mehr viel. Was das bringt, ist ja der Wahnsinn. Ah, und der eine Starke verfolgt mich weiter. Dem werde ich jetzt mal ein bisschen Konter geben. Wenn ich durch die Steine, könnte ich jetzt auch langsam wieder meinen Eiszauber einsetzen. Und ich verfehle natürlich. Super. Aber ich kann ja durch die Steine zippen. Zaubern. Ja, das macht nichts. Tötet den mal weiter. Ich lasse den hier mal im Kreis rennen. Ach so, ja, das geht auch. Du bist ziemlich schnell, habe ich gemerkt, ne? Ja, ich habe ziemlich viele Aktionspunkte, aber... Die Frage ist jetzt, nehme ich... Schlage ich weiter auf den einen oder nehme ich einen Frostresistenztrank? Nee, ne? Nee, hau drauf. Hau drauf. Ah. Ah, ja, klar. So, aber Chehin kann was. Er könnte jetzt wieder einfrieren. Dann mach. Dann bist du auf der sicheren Seite, den oben zu töten. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass der mir weiter folgt, der links unten, der noch volle Energie hat. Der ist aber diesmal gar nicht eingefroren. Ah, hat's nicht geklappt. Unterkühlt ist er. Ah, unterkühlt. Was oh, Verbrennung das? Fehlgeschlagen, immer noch. Mhm. Vielleicht, weil er unterkühlt ist? Okay, jetzt geht er auf dich los, wie es aussieht. Das ist doch gut. Dann kann ich nachher einfrieren. Ach nee, habe ich ja schon, den anderen. Ich kann aber teleportieren. Mein Teleportationszauber ist wieder in Ordnung. Ah. Also du musst irgendwas gegen die Trefferquote machen? Ja, Gewandtheit muss raus. Dann muss ich doch dem anderen wieder seine Intelligenz nehmen und mir... So, kann ich jetzt den teleportieren? Nein, kann ich nicht. Aber ich könnte den runter teleportieren. Weißt du, das mache ich jetzt. Ne? Das ist mir immer egal. Pass auf, Achtung jetzt. Sehr schön. Gut, das war das. Warte, ich kann ein bisschen noch vorlaufen. Und sehr wahrscheinlich treffe ich ihn jetzt durch die Büsche. Zack. Ja. Ich glaube, so ist das. Wir haben es geschafft. Ich hab's gepackt, ne? Also, aber nicht ohne, ne? Nicht, also, nicht ohne. Auf jeden Fall. So, dann haben wir noch ein bisschen hier drauf. Du darfst nochmal, Gedwin. Stirb jetzt bitte nicht. Durch die Explosion oder so. Halt dich auf jeden Fall mal. Noch ein Heiltrank? Ja, oder? Aber ich kann schon viel Heiltränke verbraten hier. Ja, aber was willst du machen? So, Kopfschrauber. Also ich habe ja eine sehr gute Halskette irgendwann in der Mitte des Spiels oder so gefunden gehabt. Die hat aber Gewandtheit plus 1 gemacht, deswegen habe ich die behalten. Aber die wäre vielleicht für dich besser. Ich habe Gewandtheit plus 1, das habe ich dem Magier gegeben, weil die gleichzeitig noch Intelligenz plus 1 hatte. Ja, meine macht halt Gewandtheit und Körperkraft und sowas hoch. Oh. Das Aha. ist halt eine sehr gute, aber die macht Stärke plus 1, Gewandtheit plus 1, Lehrmeister plus 1, Tauschen plus 1 und Luftresistenz plus 10%. Das ist verrostetes Kupferamulett des Kriegers. Die ist sehr gut, aber ich glaube, ich gebe sie dir, weil du triffst so schlecht. Also Gewandtheit bringt mir halt viel, ne? Also das ist das wichtigste Attribut für mich. Ja, ich kann dir Gewandtheit und Intelligenz geben. Ja, okay, dann nehme ich das. Weil dann hier schicke ich die hier dem Gedwin. Ich glaube, das ist der beste Gegenstand, den wir bisher gefunden haben im Spiel. Der müsste jetzt bei dir haben. Bringt, glaube ich, deinem Krieger mehr als mir. Ja, der trifft sehr schlecht. Das muss man mal. Ja, und die Stärke bringt dir zusätzlich auch was. Ich glaube, Stärke bringt mir als. Nee, mir nichts, so viel, ne? Oder tut das Stärke auch irgendwie. Nee, Stärke bringt dir nicht so viel, glaube ich. Warte mal. Treffer wahrscheinlich mit Stärke basierten Waffen. Ja? Das heißt, Stärke tut auch nochmal die Trefferwahrscheinlichkeit erhöhen mit deinen. Also Stärke ist auf alle Fälle für einen Krieger ganz wichtig. Ja. Plus 1. Und also Gewandtheit ist auch gut. Also das Ding ist nicht schlecht. Das ist der Hammer. Deswegen habe ich es behalten. Aber ich glaube, es bringt dir mehr. Deswegen nimm du mal. Und dann ziehe ich Puh, das hier an. Das war ein Kampf, ne?
Ja, aber hallo. Der aber hat schon hallo. Einiges. Was sagt ihr uns Zeit? Abgefordert. Wir haben sogar noch ein bisschen Zeit. Sollen wir mal reinschauen, was da unten drin ist? Ja, wir müssen uns erstmal heilen und hier looten und was weiß ich. Was gibt's denn hier noch? Liegt hier irgendwo was rum? Ich weiß nicht, haben die nix, hat der Priester nichts fallen lassen, oder? Ich habe eine Schriftrolle gefunden, sonst nicht. Hier gibt es rötlicher Gallentrichter. Was das wiederum bringt, weiß ich nicht. Wo ist denn der Priester hin? Da unten. Nee, halt, der hat nichts. Okay. Was mich jetzt interessieren würde, ist, kommen Gegner neu mit der Zeit? Ja, ich denke mal, die Untoten, weil sie ja von einer untoten Plage sprechen, könnte ich mir jetzt vorstellen, dass die respawnen. Weil das wäre eigentlich ganz gut, weil wir müssen uns irgendwo hochgrinden. Weißt du? Die Level 5er Gegner sind viel zu stark für uns, finde ich. Und wir müssen, hier hinten ist eine Truhe. Wir müssen wir müssen uns irgendwo grinden. Explosionspfeil. Geil, neuer Pfeil. Und einen Feuerstab. Den schicke ich mal an Jahan. Moment. Könnte interessant für dich sein. Muss ich mal schauen. Der ist plus 1 aufgrund von Stufenunterschied. Ach, ich bin ja kein. Ich bin ein Wassermagier. Das ist ja Feuer. So, 20 Minuten sind rum. Hm. Ich würde sagen, wir gehen nicht mehr rein. Hm. Beenden das Video hier. Und müssen uns leider auch für 2 Wochen verabschieden. Hm. Weil wir sehr wahrscheinlich erst am 11. wieder loslegen können. Also ich zumindest. Ja, ich bin der Übeltäter. Ja. Nein. Ich geb's zu. Wie ihr auf meinem Kanal-Update ja, wenn ihr drauf schaut, da erkläre ich das, dass ich praktisch da Internet- und Computerabstinenz bin in dieser Zeit. Und wirklich, das ist nur für meine Familie da. Ne? Ja, Real Life geht's vor, ganz klar. Genau. Und ja, am 11. ne? Das sind 2 Wochen. Am 11. sehr wahrscheinlich wird das nächste Video hochgeladen. Und bei Chochin werden alle die Videos, die wir jetzt vorproduziert haben, hochgeladen. Bei mir geht es wieder weiter dann am 11. Da lade ich dann en masse hoch. Und dann geht es wieder ganz normal, ne? Jeden Tag wieder ein. Das Video müsste, also das ist das 28. Also wird es am 28. aktiviert. Wir haben ja am 1. begonnen. Ja. Und ja, bis hierhin können wir vorproduzieren. Dann 2 Wochen Pause bis zum 11. Und bis demnächst. Tschüss. Schön hier. Ciao.